Hey Filmfest-Fans, heute wird's wieder richtig hanseatisch bei uns mit der Ermittlerin Bella Block. Stich ins Herz heißt die Folge und wahrscheinlich deswegen, weil Bella die Tote diesmal kennt. Danach gibt's noch ordentlich Hollywood für euch. Hannelore Hoger ist jetzt im Kino und bei uns gibt's gleich den 60 Millionen schweren Blockbuster Contagion. Dafür muss ich mich aber noch vorbereiten, denn da geht's um ein Virus, das sich rasend schnell verbreitet. Also ein bisschen mulmig ist mir ja schon. Aber wegen so einem Virus, da lasse ich mir doch jetzt nicht Jude Law und Matt Damon entgehen. Also, nix wie rein. Ein Wort, mit dem Sie den Film beschreiben würden. Ja, ich fand den Film erschreckend. Etwas vorhersehbar. Ein spannender Thriller, fand ich gut. Neu. Gut, überraschend. Spannend und ziemlich realistisch. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und was würdest du machen, wenn so eine Situation eintritt? Oh, da muss ich erstmal nachdenken. Wahrscheinlich zu Hause bleiben. Irgendwo aufs Land, wo wenig Leute sind. Mir häufiger die Hände waschen. Also ich fand den Film richtig klasse und wenn ihr ihn euch noch anschauen wollt, dann könnt ihr das am Donnerstag um 16.30 Uhr tun. Wir waren zum Glück gut vorbereitet hier mit unserem Quarantänezelt und können jetzt beruhigt nach Hause fahren. Ich sag ciao und freue mich auf morgen.